Schwestern und Brüder, ich habe es ja bereits vor 2 Wochen angekündigt, dass es in diesen ganzen Wochen um die große Brotrede bei Johannes geht. Und alles hat begonnen mit der Speisung der vielen, der Speisung der 5000. Wenn wir heute diesen kleinen Abschnitt aus der Brotrede hören, dann lässt dieser sich natürlich nicht einfach herausgelöst aus dem ganzen Kontext verstehen, sondern wir müssen noch einmal rekapitulieren, um was es eigentlich geht. Was war in den Augen Jesu eigentlich das Zeichen der Speisung der 5000? Für Jesus war es nicht dieses körperlich Sattwerden. Für Jesus steckte wohl das Zentrum im Glauben. Und Glauben ist im Griechischen das gleiche Wort wie Vertrauen. Im Vertrauen. Und wenn wir in die Speisung der 5000 hineinschauen, dann ist ganz genau in der Mitte dieser Geschichte tiefes Vertrauen. Bei wem? Beim kleinen Jungen, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Mit dem Zweifel des Philippus, in Klammern übersetzt der Pferdeliebhaber, also der, der auch viel mehr auf Pferdestärken setzt, das können wir in seinem Leben gut ablesen, mit diesem Zweifel kann Jesus nichts anfangen. Er kann auch nichts mit dem Zweifel des Andreas, in Klammern übersetzt von Andros, der Mann. Also der, der auf die Manneskraft baut, auf die Leistung des Menschen. Mit seinem Zweifel kann er auch kein Zeichen wirken. Aber er kann mit dem ein Zeichen wirken, was der kleine Junge in tiefem und mancher meint vielleicht jetzt auch kindlich naivem Vertrauen gibt. In dieser ganz Hingabe des kleinen Jungen, denn er gibt alles und hält nichts zurück, kann Jesus Zeichen wirken. Dass das die Sinnspitze dieser Geschichte ist, das zeigen uns auch all die anderen Geschichten von Heilungen und Begegnungen, Beziehungsgeschichten mit Jesus, wo es immer wieder heißt, dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen, dass du nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast, dass du nicht aufgehört hast zu vertrauen. Das hat dich gerettet. Oder andererseits, Jesus in der Heimat, der sagt, er konnte dort kein Wunder tun. Warum? Weil sie keinen Glauben, weil sie kein Vertrauen hatten, weil sie nur auf sich vertrauten, nur auf die eigene Wahrnehmung, dauernd nur ich. Schwestern und Brüder, in einem Leben, wo es die ganze Zeit ums Ich geht, passiert auch nichts anderes, als dass sich das ganze Leben ums Ich dreht. Es braucht Glauben und Vertrauen. Und wir haben in der Speisung der 5000 auch gesehen, dass sich Großes andeutet. Das Meer von Galiläa wird genannt. Jesus steigt auf einen Berg wie der neue Mose. Und er bringt nun nicht das neue Gesetz, sondern er vertieft das Gesetz und bringt es an den eigentlichen Geist, an die Wurzel des Gesetzes. Und alles geschieht zur Zeit des Pessach, der Durchzug, die Nacht der Befreiung. Was geschieht in der Speisung der 5000 ist, dass die Menschen frei werden sollen. Im Griechischen steht dann, dass Jesus sagt, die Menschen sollen sich hinlegen zum Essen. Hinlegen konnten sich nur reiche und freie Menschen, nämlich die, die sich bedienen lassen konnten, die Sklaven und Mägde hatten. Andere konnten nicht liegen zum Essen, so funktioniert Essen ja nicht. Jesus sagte, legt euch hin wie freie und reiche Menschen. Sagt den Leuten, sie sollen sich hinlegen wie freie Menschen ins Gras. Das Ganze findet in Kapernaum statt, da hat es kein Gras, es ist pure Wüste. Aber all das sind Zeichen der neuen Messianität. Die Wüste,
wird blühen. Und sie können sich ins Gras legen, weil sie einer bedient. Jesus selber wird sie bedienen mit all dem, was er hat. Mit all dem, was er aus dem Vertrauen des kleinen Jungen hat. 5 Brote, 2 Fische, 7, die Zahl der Vollendung. Es dürfte uns allen klar sein, dass es nicht in diesem Bild um reine körperliche Sättigung geht. Hier wird ein ganz anderer Hunger und ein ganz anderer Durst gestillt. Und genau diesen Hunger und diesen Durst, den möchte Jesus betont wissen und den möchte er auch stillen. Und in der letzten Woche haben wir dann gehört, wie die Leute aber dennoch ganz verhaftet sind in ihren religiösen Überzeugungen. Ja, das ist so. Traditionen und Sozialisationen sind ganz tief in uns drin. Und wenn sich da etwas Falsches entwickelt hat, dann ist es trotzdem tief in uns drin. Und das zu überwinden, ist ungemein schwer. Jesus hat es schon versucht in der Synagoge zu Kapernaum. Vor vielen Wochen haben wir davon gehört. In die Mitte der Synagoge stellt er den Mann mit der verdorrten Hand am Sabbat, um den Menschen klarzumachen, der Mensch steht in der Mitte, nicht das Gesetz. Das Gesetz hat dem Heil des Menschen zu dienen und nicht andersherum. Und er stellt so die Welt vom Kopf auf die Füße. Und das will er auch hier nun tun in seiner langen Brotrede und die Jünger schütteln. Die schütteln, die aber immer noch ganz gefangen sind in ihrer Vorstellung, wie der Messias zu kommen hat. Er soll das neue Israel aufrichten und zwar, wie es immer geschah, mit Krieg. Dann hieß es nach der Speisung der 5000, sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Das ist nur ihr Ich. Das sind nur ihre persönlichen Vorstellungen, wie Jesus zu sein hat. Aber weil sie es auch nicht anders gelernt haben. Es ist vorzüglichste Aufgabe von Königen und Kaisern der damaligen Zeit, Brot zu geben. Wer Brot gibt, der herrscht. Brot und Spiele. Aber Jesus ist kein König und er will kein König sein. Das einzige Königtum, auf das er sich einlässt, wir wissen das aus dem Verhör vor Pilatus, ist das Königtum, das nicht von dieser Welt ist. Das also auch überhaupt nichts mit einem Königtum im irdischen Sinne zu tun hat. Dieses Königtum, das also nichts beinhaltet, was bei einem irdischen König die Substanz wäre. Es ist sogar das glatte Gegenteil. Jesus möchte in gar keinem Fall, dass ihm auch nur ein Mensch huldigt. Stattdessen möchte er den Menschen dienen. Nicht die Menschen sollen sich ihm subordinieren, unterordnen, sondern er ordnet sich unter und macht es zum Gesetz für sein Reich, für Gottes Welt. Er sagt, so ist diese Welt eigentlich gedacht. Und wenn das funktionierte, dass einer dem anderen diente, dann wäre es das Reich Gottes. Er geht voran gegen alle Widernisse dieser Welt. Aber die Jünger blieben auch in der letzten Woche ganz verhaftet in ihrem Irdischen. Sie lassen sich auch nicht ein auf das, was Jesus von Überirdischem spricht. Welches Zeichen tust du, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Und sie haben das eigentliche Zeichen bei der Speisung der 5000 immer noch nicht verstanden. Aber in der letzten Woche haben sie es bereits erahnt. Denn zu Beginn des Gespräches nannten sie ihn noch Rabbi.
Am Ende dieses ersten Teils der Brotrede nennen sie ihn plötzlich Herr. Und damit wählen sie die Anrede für den göttlichen Herrn. Und heute setzt Jesus nochmal eins drauf. Zu dem Vertrauen, die Ganzhingabe des kleinen Jungen, die genügt, um das Zeichen zu tun, das dadurch über sich hinauswachsen kann, gesellt sich der Glaube, der nicht beim Brot stehen bleiben will, nicht einfach beim Zeichen stehen bleiben soll, sondern das Brot, das Gott in Jesus Christus gibt, anzunehmen. Also praktisch auf Jesus zu hören, ihm zu vertrauen, mit ihm Wege zu gehen und darin das Leben zu finden. Und heute, am Ende des Textes, heißt es dann auch noch, wir sollen ihn, das Brot des Lebens, essen. Wir sollen ihn also uns einverleiben. Genau genommen, Schwestern und Brüder, ist es doch, dass das Gegessene zu unserer eigenen Substanz wird. Körperlich bestehen wir doch schlicht und ergreifend aus dem, was wir uns einverleiben, was wir essen und was wir trinken. Das wird zu unserer Substanz. Es geht Jesus darum, dass wir ihn zur Substanz unseres Lebens werden lassen. Dass wir ihn ganz annehmen. Das, was er ist, das, wofür er steht, das, was er im Leben verkündet hat und selbst in seinen Beziehungen vorgelebt und vorgeliebt hat, das soll die Substanz unserer Existenz werden. Schwestern und Brüder, das ist eine ungeheuerliche Nähe und Intimität und Beziehung, die Jesus da auch zum Vater hat, die konnten die Menschen damals nicht annehmen. Sie konnten darauf nur antworten mit Zweifel und mit der Verurteilung der Blasphemie. Aber Jesus lässt sich davon nicht abbringen. Er setzt noch einmal eines drauf, was vielleicht zum wichtigsten unseres Glaubens überhaupt gehört. Der letzte Satz. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Fleisch, Schwestern und Brüder, ist biblisch ein Bild für alle Vergänglichkeit, für alle Hinfälligkeit, für die Schwäche und für den Tod. Aber dass Gott damit etwas zu tun haben sollte, das war für die Menschen völlig unvorstellbar. Gott ist ganz Leben. Was hat Gott mit Hinfälligkeit und Begrenztheit und Sterblichkeit zu tun? Jesus lebt es uns in seinem Leben vor. Gott ist in der Sterblichkeit, Gott ist in der Begrenztheit, Gott ist in unserer Schwäche gegenwärtig. Oder wie Paulus es später sagen wird, Gott hat das Schwache in der Welt berufen, um es stark zu machen. Und das hat Konsequenzen. Mit Gott kann ich nur vereint werden im Fleisch und durch das Fleisch, aber niemals am Fleisch vorbei. Warum ist das so wesentlich? Es ist deswegen wesentlich, weil es eine ganz klare Absage ist gegen jede allzu spiritualisierte Religiosität. Es ist eine Religiosität, für die Jesus Christus steht, die ganz im Fleisch verhaftet ist, ganz in der Hinfälligkeit und Begrenztheit des Menschen. Erlösung, Gottes Begegnung, Offenbarung Gottes findet im Begrenzten statt und nicht in irgendwelchen geistigen Höhen.
im Hier und Jetzt. Da, wo ich mich am schwächsten fühle, will Gott gegenwärtig sein. Will er Brot sein? Will er Nahrung sein, damit ich zum Leben finde, damit ich zum Heil finde? Und Jesus hat uns dieses abgrundtiefe Vertrauen auf den Vater, der in der größten Begrenztheit und in der größten Schwäche und in der größten Hinfälligkeit gegenwärtig ist, vorgelebt. Seine Liebe war so groß, dass er bis zum letzten Atemzug in diesem Vertrauen gelebt hat und lieben konnte, selbst die, die ihm das alles angetan haben. Schwestern und Brüder, dieses Vermächtnis nehmen wir auf, wenn wir Eucharistie feiern. Und in dieser Eucharistie darf alle Dankbarkeit unseres Lebens seinen Platz finden, selbst für das, wofür wir manchmal nicht zu danken wagen, wo wir manchmal nicht mal hinschauen wollen, wo wir uns schwach und alleine und einsam fühlen. Er möchte auch hier Brot und Nahrung für unser Heil sein.